Die E-Scooter von Bird sind jetzt auch in Dortmund angekommen. Und einen davon gucke ich mir in diesem Video an. Vor ein paar Tagen sind auf einmal die Bird-Scooter hier auch in Dortmund aufgetaucht. Eigentlich habe ich schon darauf gewartet, denn Bird hatte Anfang des Jahres Zirk aufgekauft. Wir hatten ja in Dortmund Lime, Tier und Zirk. Ich habe ja bereits diverse Videos gemacht. Einmal im Vergleich Zirk und Lime, dann Tier. Und dann habe ich mir noch die zweite Generation angeguckt vom Tier und vom Zirk. Und irgendwie ein paar Wochen drauf, nachdem ich die zweite Generation vom Zirk getestet habe, sind die aufgekauft worden von Bird und mehr oder weniger dann auch über Nacht von den Dortmunder Straßen verschwunden. Keiner wusste, was passiert. Und wie gesagt, jetzt haben wir die Birds. Und wenn man in die App reinguckt, ist das Einzugsgebiet ähnlich wie das vom Zirk. Also man kann bis zum Phoenixsee, wo mein Büro ist, bis hier, wie gesagt, zum Hafen. Das ist hier die Grenze. Es sind enorm viele Scooter auf der Straße. Das ist schon Lime-Level. Die sind ja mittlerweile nicht mehr in Dortmund. Wir haben jetzt also zwei Anbieter, Tier und Bird, und ich gucke mir den Bird jetzt einmal hier an. Auf jeden Fall, es ist vom Aussehen her, wenn man sich den anguckt, es ist ein klassischer Scooter. Also nicht wie die zweite Generation von Tier und von Zirk, die halt viel massiger sind, haben wir hier praktisch hier wie die Vorgängermodelle relativ simpel gebaut. Stahlrohr, ein bisschen verschweißt, langes Trittbrett. War ich erstmal ein bisschen enttäuscht. Denn Bird hat mittlerweile auch schon eine zweite Generation, den Bird 2. Der ist auch ein bisschen massiver, ist silbern. Und ob wir den hier sehen in Dortmund, ich weiß es nicht. Aber wir haben entsprechend den Scooter jetzt hier. Und wenn wir uns den angucken, wie gesagt, relativ simpel. Wir haben hier oben eine relativ große Steuerungseinheit. Leider komplett ohne Display. Also hier sind nur zwei Lämpchen. Die sagen, ist das Ding halt frei, entsperrt. Vielleicht auch Akkustand, ich weiß es nicht. Wir haben den Barcode hier nochmal festgeschraubt. Also es ist schon ein bisschen komisch, man hätte ein Display erwartet. Daneben haben wir eine klassische Klingel. Also ganz normal, wie man sie vom Fahrrad kennt. Keine Drehklingel, wie zum Beispiel die anderen Scooter teilweise haben. Dann rechts den Gashebel. Den finde ich ganz gut. Ist eine Mischung aus dem von Lime und Zirk. Irgendwie so ein Mittelding. Ganz stabil. Dann haben wir zwei Bremsen. Zwei Handbremsen, bin ich ja immer großer Freund von, sprich eine ist wahrscheinlich für vorne und eine ist wahrscheinlich für hinten, was auch gleichzeitig bedeutet, dass ich hinten keine Rücktrittbremse habe. Das war es auch schon hier oben, dann geht man entsprechend die Lenkstange runter. Dann haben wir hier eine Lampe, die sieht so ein bisschen aus, als ob die nachträglich dran geschraubt wurde und so einen Schutz drumherum bekommen hat. Die erinnert mich so ein bisschen an den Kalle, das ist ja mein eigener Scooter, den ich privat fahre. Hat eine ähnliche Lampe, die ist auch nur so relativ easy dran geschraubt. Und wenn ich mir halt praktisch ein Schutzblech dafür vorstellen würde, würde es genauso aussehen. Ja, dann gehen wir runter zum Reifen. Vollgummireifen. Was soll man dazu sagen? Normaler Durchmesser wie bei den anderen Scootern. Da tut sich nicht so viel. Trittbrett. Ja, so ein bisschen perforiert. Ist auch nicht so der Brüller. Ein Ständer, ein Seitenständer. Die aktuellen Tiers zum Beispiel, die haben einen Ständer, der auf beiden Seiten ist, die bockt man so hoch. Da Leute, die einfach mal aus Spaß umschubsen, mit so einem Fußständer ist das schnell gemacht, mit einem Zweifußständer aufgebockt eben nicht. Wenn wir so nach hinten gehen, wie gesagt, keine Rücktrittbremse, ganz einfaches Schutzblech, relativ stabil auch. Wenn man mit dem Fuß drauf geht, kann man auch sich gefühlt schon draufstellen. Ich würde es nicht machen, aber nicht, dass es sich irgendwie bewegt. So, dann haben wir halt hier das Rücklicht, ganz normal, das lassen die auch nachts an, damit man die Dinger entdeckt. Der Kennzeichenhalter, der ist wirklich nachträglich drangebaut, das ist ein Stück Plastik, das ist schon ein bisschen billig und nicht so toll. So, der Bird ist entsperrt und ich werde jetzt mal hier gemütlich den Hafen hoch und runter fahren und mal schauen, wie der sich bewährt.
So, ich bin jetzt mit dem Bird gefahren. Eigentlich bin ich sogar mit zwei Birds gefahren und dazwischen mit dem Tier, um den zweiten Bird zu holen. Warum? Ja, der erste Bird, den habe ich gemeldet. Also wenn man sich ausloggt, kann man es bewerten. Ich habe 2 Sterne gegeben, dann fragt die App warum und ich habe Bremsen angegeben. Und danach war der blockiert als beschädigt. Ja, warum? Weil die Bremsen nicht vernünftig bremsen. Also man konnte beide Bremsen benutzen und das Ding ist immer noch gefühlt ein paar Meter gefahren. Das ist jetzt nicht mordsicher, erst recht nicht, wenn man drauf also unvorbereitet wirklich drauf trifft. Bei dem zweiten Bird sind die Bremsen genauso. Geht so. Also eine Bremse ist ein bisschen einfacher, die andere Bremse, die ist genauso schlecht wie beim ersten Bird, den ich hatte. Also für mich ist das generell echt alte Technologie. Ich bin ja meinen ersten Bird im November 2018 in Paris gefahren und gefühlt ist das fast das gleiche Modell. Also ich weiß, es ist nicht genau das gleiche Modell, aber da hat sich nicht viel getan. Um den zweiten Bird zu holen, bin ich ja wie gesagt mit einem Tier gefahren. Und wenn man das im direkten Vergleich hat, ist der Tier eine ganz andere Klasse. Der Tier ist wirklich stabiler, der hat auch mehr Speed, hat ja ein Display, hat mir auch 20 km/h angezeigt. Gefühlt ist der auch keine 20 km/h gefahren. Und der ist eigentlich gefühlt auch leichter. Also von daher, das ist keine runde Sache. Ja, man kann damit fahren, aber richtig Spaß macht es nicht. Die Reifen schleifen ein bisschen. Das war auch bei beiden. Also ist jetzt nicht, dass man vielleicht mal zufällig ein Montagsmodell hatte und Pech. Also ich bin nicht begeistert, möchte ich sagen. Wenn ich die Wahl habe, würde ich hier in Dortmund zwischen Tier und Bird ganz klar immer ein Tier nehmen. Dazu kommt noch, dass der Tier günstiger ist. Beide, wie üblich, 1 € zum Entriegeln. Und der Bird nimmt genau wie Cirque und Lime 20 Cent für die Minute. Tier nimmt 15 Cent für die Minute und bietet, wie gesagt, einen besseren Scooter. Von daher, ich glaube, Bird muss da noch was tun. Bin gespannt, ob sich was tut, ob wir die neue Generation kriegen, ob die Scooter optimieren. Generell müssen die alle Bremsen sich einmal angucken, meiner Meinung nach. Zumindest bei den beiden. Den werde ich gleich mit 3 bewerten, weil es ein bisschen besser war und auch die Bremsen markieren. Und dann schauen wir mal, ja, wie es weitergeht mit E-Scootern hier in Dortmund. Ich bin gespannt.